Willkommen hier bei Green Jaws und zu einem weiteren Video von den Philippinen. Ich bin Matze und ich bin ja gerade hier in Südostasien unterwegs, um verschiedene Standorte von Karnivoren aufzusuchen, insbesondere natürlich Nepenthes. Und da geht es heute auch zu einem echt coolen Standort. Ich war da schon mal, das ist allerdings 10 Jahre her, deswegen bin ich unheimlich gespannt, wie es dort gerade aussieht. Und mit etwas Glück werden wir die drei folgenden Nepenthes-Arten sehen. Zum einen Nepenthes pulchra, super schöne Art, die echt große Kannen macht. Nepenthes sicilie, eher eine grazile Art mit ganz kleinen Kannen. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, auch noch eine Nepenthes truncata, die an diesem Standort echt riesengroße Kannen macht. Ich freue mich also sehr drauf. Bevor es jetzt aber auf den Berg geht, müssen wir noch ein bisschen Papierkram erledigen. Wir müssen uns jetzt nämlich hier in Malaybalay noch beim Tourist Officer vorstellen, sage ich mal. Da müssen wir einfach kurz sagen, wer wir so sind, was wir vorhaben, was wir machen wollen, warum wir da hoch wollen. Und ja, es ist halt so eine formelle Sache und da geht es jetzt hin und wir erledigen es zu kurz und dann sehen wir uns danach wieder. Bis gleich! Wir stehen jetzt hier in Malaybalay an der Motorradstation. Da haben wir uns jetzt gerade drei Fahrer organisiert, die Stefan, mich und den Tourguide nach oben fahren. In die Berge hoch und da geht es dann an den Nepenthes pulchra Standort und es ist, glaube ich, so gut eine Stunde Fahrt, bis wir da oben sind, vielleicht sogar eineinhalb, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war ja schon mal oben. Wir müssen auch noch so einen großen Fluss überqueren. Damals war das so eine lustige Floßfahrt. Jetzt gibt es wohl eine Hängebrücke, wo die Motorräder drüber kommen können und jetzt geht es aufs Moped und dann geht es da hoch. Wir haben jetzt schon ein gutes Stück zurückgelegt und jetzt sind wir schon ziemlich weit oben in den Bergen und hier da vorne irgendwo da muss auch der Kiamo sein dann. Es ist jetzt nicht mehr allzu weit, aber es zieht sich doch ganz schön in die Länge und mit den ganzen Wolken, die da hängen, also vom Berg sieht man hier nicht mehr so viel. Ist echt schade, ich hoffe es regnet nicht. Es hat schon so ein bisschen getröpfelt, aber mal gucken, wie weit das Wetter noch hält. Endlich angekommen hier im Dorf oben und hier ist schon ein bisschen was los jetzt. Viele Leute kommen aus den Häusern raus, weil das ist natürlich was sehr Besonderes, wenn hier so ein paar Ausländer in das Bergdorf kommen, ins einsame Bergdorf. Und Mount Kiamo ist jetzt da hinten drin in den Wolken gelegen. Es sieht also jetzt nicht mehr so rosig aus wie im Wetter und ich denke, wir werden nachher auch gut nass werden. Und hier ist jetzt so ein kleiner Supermarkt. Das gehört hier dem Dorfvorsteher. Barangay Captain heißt es hier, da mussten wir uns auch gerade vorstellen und sagen, was wir hier machen wollen und was wir so vorhaben, wer wir sind, dass die einfach wissen, wer hier auf den Berg hochgeht. Jetzt warten wir hier noch auf unseren Guide, das ist dann einer hier aus dem Dorf, also wir haben quasi einen, der uns jetzt komplett begleitet auf der Tour, weil hier im Dorf ist es mit Englisch halt nicht so gut und dann kriegen wir jetzt noch einen Guide hier aus dem Dorf zugewiesen, der uns dann auf den Berg hochführt, der sich hier halt auskennt und so ein bisschen guckt, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht, weil die Leute, das ist, der Berg ist quasi wie so ihr Garten hier und da will man ja immer gerne wissen, wer da so im Garten rumspringt, ne? So, los geht's, endlich. Da geht's den Kiamo hoch und wir gehen jetzt hier an Maisfeldern vorbei. Das ganze vertrocknete Zeug hier sind tatsächlich alles Maispflanzen und hier wird halt ein bisschen anders bewirtschaftet als bei uns. Es ist ziemlich nass und schmierig, der ganze Boden. Und ich sehe jetzt schon richtig aus. Wir sind gerade mal ein paar Meter gelaufen. Und jetzt kommt hier ein harter Aufstieg erstmal. Und dann laufen wir so den ganzen Grat entlang nach oben, bis wir dann am Gipfel sind. Und da wachsen dann die Nepenthes. Und wie vorher schon erwähnt, laufen wir hier durch den Garten dieser Dorfbewohner durch.
Und hier wachsen auch überall Süßkartoffeln auf dem Boden. Dann gibt es hier ganz viele Bananen. Sehen wir hier große Pflanzen. Und es waren gerade sogar Himbeeren zu sehen. Ja, das sind solche Himbeerpflanzen. Und ja, verschiedenes Gemüse, das hier einfach auf dem Berg angebaut wird. Zumindest hier im unteren Teil. Insgesamt ist der Chiamo, glaube ich, so um die 1800 Meter hoch. Und das Schöne ist, dass wir hier halt mit dem Motorrad schon relativ weit hochgefahren sind und dann nicht mehr allzu weit laufen müssen. Jetzt bei anderen Bergen, halt hier geht's lang. Und wir sind halt jetzt schon voll in den Wolken drin. Und es regnet zum Glück nicht so viel, nur so ein bisschen leichtes Nieselregen. Das ist dann noch gut auszuhalten. Aber unten bin ich schon gut eingesaut, weil man hier eben voll durch den Matsch läuft. Wir sind jetzt aus dem Gemüsegarten raus und jetzt ist hier alles voll mit so messerscharfem Gras. Also das schneidet einen überall rein und ich bin echt froh, dass ich meine Stöcke dabei habe, weil hier geht es so steil hoch und der ganze Boden ist eigentlich nur Schlamm und Matsch. Und man rutscht die ganze Zeit und das ist so von Vorteil, wenn man einfach die Stöcke zur Unterstützung hat. Und ja, da müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Endlich hat sich die Vegetation geändert und wir sind jetzt hier in diesen Wald hineingekommen. Ist gleich viel angenehmer zum Laufen, weil wir so einen schönen Waldboden haben und nicht mehr diesen schlammigen, rutschigen Lehmboden da draußen. Und es ist ein bisschen kühler, frischer, was auch ganz gut ist, wenn man so schwitzt, weil es übel warm ist. Obwohl es hier eigentlich gar nicht so warm ist auf dem Berg. Also ich weiß nicht mal, ob wir hier 20 Grad haben. Aber es fühlt sich einfach angenehm an. Stefan grinst da oben. Der kann es gar nicht mehr erwarten, bis die ersten Pulkra kommen, gell? Und da geht's weiter. Schaut mal, wie geil das hier ist. Der ganze Weg ist links und rechts mit grünem Sphagnum ausgepolstert und es sieht richtig frisch aus, schön saftig. Hier ist auch so ein bisschen Orange mit drin. Aber das ist natürlich richtig geil, hier lang zu laufen, wenn man so voll durchs Sphagnumfeld läuft. Wow, da kommen riesen Polster da vorne. Mega geil. Sowas daheim und dann noch gesäumt mit schönen Nepenthes. Und die ganzen Farne hier auch, das ist übel geil. Hier direkt auf dem Weg eine kleine Überraschung. Hier wächst nämlich Utricularia striatula und die hat so ganz typische runde Blätter. Und echt krass, wie die hier wächst, weil wir hier mitten im Mooswald sind und es eigentlich relativ dunkel ist hier unten. Und die wächst hier aber so über diesen ganzen Hang hier. Das ist eigentlich mitten der Weg. Der zieht sich hier lang, dann auch über diese Steine hier, sieht man diese ganzen kleinen runden Blätter. Wir haben jetzt bloß leider keine Blüte dran, aber es ist auf jeden Fall Utricularia striatula. Es geht wieder immer tiefer in den Dschungel hinein und leider hat sich jetzt auch voll zugezogen und angefangen zu regnen. Nepenthes tauchen immer wieder mal auf hier. Es ist aber eher diese Alata oder was es ist. Bis zu dem Pulkra ist es wohl noch ein ganzes Stück. Und die Cecilie, die sind dann nochmal weiter hinten. Also, ja, müssen wir doch wohl so ein ganzes Stück laufen und ein bisschen gedulden. Schade, ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Aber das letzte Mal, wo ich hier war, ist halt schon 10 Jahre her. Und damals dachte ich irgendwie, man läuft hier den Berg hoch. Und dann sind da gleich schon die Pulkra. An diese Alata habe ich mich auch gar nicht mehr dran erinnert. Wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich eine Nepenthes Trunkata gefunden. Stefan präsentiert hier gerade diese zwei Oschi-Kannen. Es sind richtige Monster. Die sind also locker 40, 45 Zentimeter groß. Und Stefan, halt mal deinen Arm daneben. Dass man das so sieht im Vergleich. Alles Wahnsinn. Ganzer Unterarm lang. Und die lagen hier so auf dem Boden herum. Ich halte hier gerade die Mütze über die Kamera. Wundert euch nicht, wenn da immer sowas reinhängt. Weil es regnet hier.
Ich muss gucken, dass die Kamera nicht nass wird. Und das macht es gerade extrem schwierig mit dem Filmen. Und ich kann leider gar nicht so viel filmen, wie ich gern wollte. Und diese vertrockneten Kannen, die lagen hier überall rum. Da sieht man auch noch so Fetzen rumliegen. Hier überall. Und es sieht so aus, als ist diese große Pflanze gepoacht worden. Kannen abgeschnitten. Und hier ist aber noch eine kleine, die übrig geblieben ist. Und die hat hier auch noch eine kleine Kanne. Aber diese große Pflanze, von der diese Riesenkannen stammen, die muss halt echt gewildert worden sein. Weil hier absolut nichts zu sehen ist. Bloß diese alten Kannen hier überall. Aber es gibt hier auf jeden Fall Truncata, wie ihr seht. Und sogar richtige Monster. Und die wachsen halt nicht epiphytisch, sondern hier wirklich so auf dem Boden. Hier sind sie nochmal. Ansonsten ja, wächst hier viel von diesen vermeintlichen Alatas. Ein paar wenige Pulgras haben wir gesehen. Und Cecilie fehlt uns noch. Aber mit dem Regen macht es halt echt keinen Spaß. Und wir müssen leider auch schon demnächst umkehren, weil die Zeit doch schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Kurzer Szenenwechsel vom Berg hier ins Hotel. Wundert euch nicht. Es hat nämlich so stark geregnet, ich konnte leider überhaupt nicht filmen. Auch die Kamera ist ein bisschen nass geworden und ich muss mal gucken, dass das jetzt alles gescheit trocknet. Es war echt richtig mieser Regen und auch mit dem Handy. Ich habe dann versucht, mit dem Handy zu filmen und das ging leider auch überhaupt nicht, weil jeder Tropfen, der drauf kam, hat dauernd das Video beendet oder irgendwie in ein anderes Menü reingeswitcht oder so. Also es ging leider gar nicht. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ein Video nicht zu Ende filmen konnte. Aber das Video ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Nicht vorzeitig abschalten. Es gibt gleich im Anschluss noch jede Menge Bilder vom Chiamo und den ganzen Nepenthes zu sehen. Ich habe nämlich, Filme ging nicht, aber Bilder machen ging zum Glück. Und ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen kurz auf die Situation dort am Berg eingehen. Weil es war so, von den Pulgra haben wir leider gar nicht mehr viele gefunden. Das waren, wenn es hinkommt, maximal so 20 Pflanzen, die wir gesehen haben. Die waren teilweise auch noch abgeschnitten. Also auch dort wird schon stark gewildert und gepoacht. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil die Pulgra dann an dem Standort über kurz oder lang wahrscheinlich verschwinden werden. Und die Truncata, das war jetzt gerade die letzte Szene, die wir noch gedreht haben, wo aber auch mit Mütze abgedeckt war und so, und trotzdem ist die Kamera nicht verschont geblieben. Die ganz große Pflanze, also das muss echt eine Monsterpflanze gewesen sein, wenn da solche Kannen dran waren, die war eben auch geplündert. Und das Gute ist, nebendran kam noch eine raus. Ich hoffe, dass das irgendwie ein Seitentrieb war oder so und dass die da jetzt aber noch bleiben kann. Also da geht auf jeden Fall immer regelmäßig jemand hoch, holt sich dort Pflanzen. Und ja, wir haben jetzt sogar noch eine andere Art dort gefunden, vielleicht sogar zwei Arten, wo wir selber nicht so genau wussten, was das ist. Irgendwas so aus dem Alata-Komplex, vielleicht war es Mindanaoensis, aber wir sind uns da auch nicht so richtig sicher. Und ihr seht es aber gleich im Anschluss an den Bildern. Und diese Art, die ist wirklich rabiat und die besiedelt dort schon den ganzen, ja, ganzen Summit, könnte man eigentlich sagen. Wir wissen überhaupt nicht, oder ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommt, weil vor 10 Jahren, ich kann mich null daran erinnern. Ich habe jetzt auch schon mit anderen Leuten geschrieben und die gefragt, aber da kann sich keiner an diese Art erinnern, dass die dort je gewachsen ist. Das kann jetzt sein, dass die vielleicht schon immer da war, bloß eben sehr zurückhaltend und man die gar nicht so richtig wahrgenommen hat, weil manche Kannen waren auch sehr ähnlich zu dem Pulgras, wahrscheinlich auch Hybriden mit Pulgras. Und das könnte ein Grund sein, dass man das einfach nicht so richtig wahrgenommen hat, verwechselt hat. Und jetzt, wo die Pulgras aber immer weniger werden, breitet sich die andere Art rabiat aus und besiedelt dort eben den ganzen Summit. Oder eine andere Theorie, was wir noch aufgestellt haben, war einfach, dass vielleicht die Einheimischen dort oder irgendjemand anderes Samen ausgebracht hat von einem anderen Berg oder so und die Art sich dort jetzt massiv ausgebreitet hat. Und ja, das ist echt schade, weil das war echt ein super schöner Pulgra-Standort und mal gucken, wie lange der jetzt noch existieren wird. Aber es sieht gerade leider nicht so gut aus für die ganzen Pflanzen. Und bis zur Cecilie haben wir es leider auch nicht mehr geschafft, weil die noch ein ganzes Stück weit weg gewesen ist. Und aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen war es halt jetzt einfach nicht mehr möglich weiterzugehen. Und wir mussten dann eben auch umdrehen. Und es hat eben entsprechend länger gedauert für den Abstieg, der auch sehr hart war. Vor allem, es war eine richtig
richtige Rutschpartie, der diesen ganzen Schlammhang wieder runter. Und wir sind dann gerade in der, zum, ja, eigentlich, die, es ist schon die Dunkelheit angebrochen, wo wir wieder unten angekommen sind. Ja, dennoch, es war ein cooler Tag und es war echt schön, mal wieder auf dem Kiamo zu sein dort, auch wenn es mit den Pflanzen leider nicht ganz so rosig aussieht. Aber ihr kriegt jetzt im Anschluss noch so eine kleine Bilderschau zu sehen, wie es dort am Standort aussieht, welche Pflanzen dort vorkommen und natürlich noch ein paar Detailaufnahmen von den Kannen. Und ich hoffe, ihr habt daran trotzdem noch ein bisschen Freude. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wir sind ja gerade erst am Anfang der Philippinen-Tour. Das heißt, es kommen natürlich noch sehr viele weitere Standorte mit super spektakulären Pflanzen auch. Deswegen auf jeden Fall den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Matze. Ciao!